Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Erde und Knochen von Contra K in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Erde und Knochen von Contra K, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das Ganze aus. Das Ganze ist noch in Folie, deswegen haben wir hier relativ hässlich auf dem Cover drauf diesen riesigen Barcode. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann auch diesen Barcode entsorgen. So, also einmal einschneiden, dann lässt sich das hier wunderbar lösen. Und dann haben wir auch diesen Barcode erledigt. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, die Box zum Album Erde und Knochen habe ich euch bereits vorgestellt und heute stelle ich euch die Vinyl Edition vor. Es ist das siebte Album von Contra K und wie zu erwarten haben wir auch genau diesen hier auf dem Cover abgebildet. Contra K hier, wie man ihn kennt, oben ohne, also der Oberkörper ist frei. Dann haben wir eine schwarze Hose mit weißen Reiß- oder silbernen Reißverschlüssen. Die Geste der Hände ist sehr interessant. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es Absicht ist, aber ob der Mittelfinger hier absichtlich so ausgestreckt ist, weil der Zeigefinger ist eben nicht so verschränkt, sondern der ist nach innen, also irgendwie ein Mittelfinger hier positioniert. Dann lesen wir hier oben Contra K, Erde X Knochen, also Erde und Knochen. Dann haben wir hier dieses Logo, das ja auch damals schon bei Aus dem Schatten ins Licht verwendet wurde, auf der Box. Und dann haben wir hier passend zum Albumtitel diverse Splitter, in diesem Fall so Knochensplitter und natürlich jede Menge Staub und Erde. Ja, Erde und Knochen, der Name ist Programm, lesen wir dann auch hier auf der Seite nochmal. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal einen riesigen Barcode oben und dann die Tracklist. Wir haben hier die Tracks, insgesamt 18 Stück verteilt auf die diversen Seiten. 5 auf der A-Seite, 5 auf der B-Seite und 4 auf der A2-Seite und 4 auf der B2-Seite. Also 5, 5 sind 10 plus 4, 4 sind 8, 18 Tracks. Dann haben wir die Credits zum Album. Und bevor ich es vergesse, wir haben natürlich auch Features dabei, jede Menge. Features haben wir von Fatal, CEO, AK außer Kontrolle, Jesus, Bowser, Rico, BTNG, Raf Camora. Also da ist ohne Ende dabei. Hier haben wir einmal einen Totenkopf mit Feuer. Und dann haben wir hier die Album-Credits nochmal im Detail aufgeschlüsselt. Wer war hier woran beteiligt? Dann kommen wir zur Vinyl Nummer 1. Und natürlich zu Vinyl Nummer 2. Wie ihr schon sehen könnt, ist auch eine CD mit dabei. Zu der kommen wir dann noch. Aber wir starten immer mit den Vinyls. Die Vinyl kommt in einer weißen Papierhülle und ist ganz klassisch in Schwarz gehalten. Wir haben hier die A-Seite der ersten Vinyl. Im Innenbereich hier so brauner Staub zu sehen und weiße Schrift. Auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite ebenfalls mit 5 Tracks durchnummeriert. So, dann packen wir Vinyl Nummer 1 zurück und kommen zu Nummer 2. Die ist ebenfalls in einer weißen Papierhülle untergebracht und ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir hier wieder eine schwarze Vinyl vorfinden. Jawohl. So sieht das aus. Vinyl Nummer 2 mit 4 Tracks auf der A-Seite und natürlich auch auf der B-Seite. Also 4-4 auf Vinyl Nummer 2. So, packen wir auch die wieder mit in die Hülle. Und darüber hinaus gibt es das Album dann auch noch auf CD. Die CD kommt in einer Papphülle, das Cover wie auch schon auf der Vinyl. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal die Tracklist, 18 Stück an der Zahl.
Und so sieht dann die CD aus. Also die CD sieht hier aus wie auf der regulären Albumvariante. Also wenn man sich das Album oder die Box geholt hat, dann hat man diese CD hier 1:1 wie hier. Nur natürlich in einem richtigen Case und nicht in so einer Papphülle. Aber ich bin froh, dass da eine CD dabei ist. Entweder CD oder Downloadcode gehört meiner Meinung nach in einem Vinyl Edition dazu. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das Album auf CD in dieser Papphülle und dann natürlich die beiden Vinyls. Einmal, zweimal, also die Doppelvinyl hier in schwarz gehalten in diesen weißen Papierhüllen. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Erde und Knochen von Contra K. 18 Tracks mit 8 Features. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.